Hallo und herzlich willkommen zu einem weiteren Modtest Landwirtschaftssimulator 2013. Heute teste ich mit Max für euch den Class Xerion 3800 VC. Ja, wie schon gesagt, teste ich heute nicht alleine, und zwar mit dem Max. Jo, hallo Leute, ich freue mich, dass ich bei Mario mittesten darf. Ja. Ja, der Max hat auch einen Kanal auf YouTube und den werde ich in der Beschreibung verlinken und ich würde mich sehr freuen, wenn ihr ihn mal anschauen könnt oder würdet. Ja, nun zum Mod. Da steht er und wir schauen uns ihn jetzt erstmal von außen an. Ja, wie schon gesagt, stammt der Traktor von der Firma Klaas. Das merkt man auch an der Farbe, und zwar ist der Traktor grün gehalten. Die Räder sehen sehr realistisch aus, sind auch relativ groß und die Felgen wurden rot lackiert. Dann hier finden wir auch noch Treppen zum Hochgehen, weil er ist schon relativ groß. Hier hinten findet man das ganze, das Gelenk und auch andere Ankupplungssachen für Grupper, Sämaschine oder Anhänger. Die Lichter und Blinker werden wir später überprüfen, ob sie auch funktionieren. Ja, sonst sieht es eigentlich auch sehr cool aus. Hier zum Beispiel dieser Auspuff, verchromt und auch nochmal die Aufschrift der Marke drauf. Sieht sehr realistisch aus. Max, was sagst du zu diesem Mod? Ja, also ich habe mal nachgesehen, der Mod sieht in Wirklichkeit auch genauso aus. Wirklich Respekt an den Konstrukteur. Ja, reden wir nicht weiter rum und switchen mal in die Innenansicht. Ja, von innen sieht er eigentlich ganz gut aus. Okay, man kann jetzt nicht alles perfekt erkennen, wie zum Beispiel bei anderen Mods, aber das ist ja egal. Sieht eigentlich trotzdem sehr gut aus. Ein IC kann man nicht anschalten. Auf dem Lenkrad steht auch wieder die Marke drauf. Dann finden wir hier auch ein Joystick und einen Bildschirm. Also sieht auch sehr realistisch aus. Jetzt gehe ich mal nach außen. Ja, der Qualm kommt raus, wo er rauskommen soll. Das passt auf jeden Fall schon mal. Sonst sieht eigentlich auch sehr gut aus. Ja, es gibt sehr viele Besonderheiten bei diesem Traktor, wie der Max auch bestimmt festgestellt hat. Und zwar kann man zum Beispiel die Lenkart wechseln mit der Taste L. Das heißt, man kann die Achse vorne, also man lenkt mit der Achse vorne, dann kann man einstellen, dass man mit der Achse hinten lenkt. Man kann auch einstellen, dass die Achsen gleich gehen, also dass man seitwärts gerade fährt. Also das ist sehr cool gemacht. Das kann ich jetzt leider nicht zeigen, weil wir sind im Multiplayer und wenn ich die Taste L drücke, öffnet sich dieses Menü hier. Aber ich kann euch versichern, das funktioniert auf jeden Fall schon mal. Ja, mit Numpad 4 können wir das Arbeitslicht vorne anschalten. Das funktioniert perfekt. Das Arbeitslicht 5 können wir, das Arbeitslicht hinten natürlich können wir mit der Numpad 5 anschalten. Das funktioniert auch. Dann können wir die Kabine drehen. Das ist eine sehr coole Besonderheit. Also das ist wirklich cool. Und zwar drückt man einmal die Taste K. Die Kabine hebt sich und sie dreht sich um 180 Grad in diesem Fall und senkt sich dann auch wieder, wie man jetzt hier sehen kann. Und wenn man dann einsteigt, dann kann man mit der Taste W rückwärts fahren. Also man fährt ja jetzt hier im Prinzip vorwärts, aber man fährt eigentlich rückwärts. Ja, sehr cool. Und natürlich mit der Taste K können wir auch die Kabine wieder um nochmal 180 Grad drehen, damit wir wieder vorne angelangt sind. Ja, die Reifen können wir auch noch wechseln mit Numpad 9. Und zwar können wir hier die Zwillingsbereifung anbauen und auch noch die kleineren Reifen. Hier kann man sehen. Sieht also sehr cool aus und funktioniert auch alles. Das ist lobenswert. Man kann auch noch ein Zusatzgewicht hinzuschalten. Das ist sehr cool. Und zwar drücken wir die Taste B. Und wir sehen, dass hier hinten sich ein Zusatzgewicht hinzugefügt hat. Und wir können es auch wieder wegmachen, glaube ich. Genau, mit der Taste X können wir das Zusatzgewicht entfernen. Sehr cool gemacht. Und das Beste an diesem Mod ist,
Mit Numpad 7 können wir die Rückfahrkamera anschalten. Und das funktioniert auch perfekt, wie wir jetzt oben in der Mitte sehen. Und wenn wir jetzt einsteigen, sehen wir, was hinter einem alles passiert. Ist auch sehr cool. Natürlich können wir mit Numpad 7 die Kamera wieder wegmachen. Und mit Numpad 8 können wir die Lenkung festlegen. Das heißt, wir können nur vorne jetzt lenken. Und wenn wir das wieder so machen, dann kann man das so einstellen. Und zwar, wenn man ganz nach links steuert, dann bleibt der Reifen so. Also ich drücke jetzt nicht mehr die Taste A, beziehungsweise jetzt, wenn ich umdrehe, dann bewege ich nicht mehr die Taste D. Das bleibt dann so. Also sehr cool. Ja, jetzt schalte ich es mal wieder weg. Dann geht es wieder ganz normal, wie man es bei den ganzen Traktoren kennt. Also wenn man loslässt, dann schaltet sich, beziehungsweise gehen die Reifen wieder zum Standartplatz zurück. Ja, die Spiegel habe ich vorhin ganz vergessen. Die sind auch nicht grau, wie es bei den meisten Mods ist. Und zwar sind sie nicht am schärfsten, aber man kann sehen, dass man halbwegs sieht, was hinter einem passiert. Ist auch cool. Gefällt mir. Ja, nun zu den Fahreigenschaften. Anfahrgeschwindigkeit passt perfekt. Kann man nicht meckern. Höchstgeschwindigkeit ist so ca. 50 km/h. Das passt auch. Die Wendigkeit ist natürlich durch diese Lenkung, wo man einstellen kann, das Lenkverhalten und so, ist natürlich dieser Traktor sehr wendig. Das passt. Ja. Schauen wir mal, ob ein Bremslicht vorhanden ist. Bremslicht ist vorhanden. Rückfahrlicht auch. Sehr cool. Ja. Es fährt sich auch relativ leicht. Also ist nicht schwer damit zu fahren oder so. Und ich finde, man kann auch richtig schwere Geräte anhängen, ohne dass man ein Gewicht vorne anhängen muss, weil er ist wirklich schwer. Also kommt schwer vor. Ja. Als nächstes würde ich sagen, schauen wir mal in den Shop. Ja, im Shop kostet der Class Xerion 3800 VC 240.500 Euro. Max, wie findest du den Preis? Ja, also ich finde ihn ganz in Ordnung für so ein Spitzengerät. Ja. Ja, ich finde es auch relativ in Ordnung. Verkaufen kann man ihn für 120.250 Euro. Im Infokasten steht auch was, zum Beispiel maximal Power sind 1620 Nm. Er hat 379 PS und die Unterhaltskosten pro Tag betragen 195 Euro. Das ist eigentlich erschwinglich. Ja, in der Beschreibung, also im Beschreibungskasten, steht auch was. Und es wurde auch ein Bild des Traktors eingefügt und das passende Logo auch. Also sehr ordentlich gemacht, so gefällt mir das. Ja. Jetzt fahren wir mal zum Probefeld, um den jetzt auch mal zu testen. Da steht der Max auch schon. Perfekt. Ja, fahren wir mal in der Innenansicht. Sehr cool. Und ich würde sagen, Max, du übernimmst mal. Ja, sehr gerne. Ja, nochmal hier von außen die Sicht. Max, du kannst gerne ankuppeln und dann werden wir jetzt auch mal sehen, ob das alles so funktioniert, wie es funktionieren soll eigentlich. So. Wir gehen mal ein wenig nach oben, damit wir das besser sehen. Und funktioniert's? Ja, funktioniert. Einwandfrei. Jetzt, perfekt. Einwandfrei. So ist das. Und jetzt hätte ich gesagt, senken wir mal den Grubber. Und dann geht's auch schon los, hätte ich mal gesagt. Ja. Ja, dann grubbern wir doch mal. Das funktioniert auch alles perfekt, wie man sieht. Das Fahrverhalten auch sehr schön. Sehr cool. Ja, gefällt mir. Ich sag gleich dazu, wir haben ein Multiplayer-Spiel, der Max und ich, zusammen. Und das werden wir euch auch irgendwann mal zeigen. Und da werden wir diesen Mod auch aufnehmen, weil er ist wirklich spitze geworden. Und wirklich Respekt an diesen Modder, der wo diesen Mod, ja, fabriziert hat. Sehr cool gemacht. Und wie man sieht, funktioniert auch alles. Und der Max sagte ja gerade, Fahrverhalten ist auch perfekt. Das heißt, perfekt. Ja, ich würde sagen, wir
beenden mal an diesem Punkt. Jo. Natürlich werde ich diesen Mod wieder in der Beschreibung verlinken, damit ihr ihn auch mal testen könnt. Und ja, ich sag dann mal Tschüss und du, Max? Ja, also ich freue mich wirklich sehr, dass ich mitmachen durfte. Und ich hoffe, wir hören uns nochmal. Auch Tschüss von meiner Seite. Jo, also dann, Tschüss Leute und viel Spaß beim Spielen.